Herzlich willkommen zu Hand Showdown in der Vollversion. Yes, hello. Hello. Wie ihr seht, meine Ausrüstung ist grandios geil. Ja, meine auch. Die ist absolut der Burner. Da das jetzt zurück ist. Alter, bei mir ruckelt's leicht. Bei dir auch? Oh nee. Oh, ich hab nichts dabei. Ich auch nicht. Oh nein. Lol, da war ja schwach. ja, es ist eine Vollversion, es wurde alles zurückgesetzt. Wir haben es noch geschafft, Prestige zu werden. Also Prestige 1. Ja, Mann, geil. Wir haben schon eine Runde probiert, seit es draußen ist. Lief gut, schade, dass wir es eigentlich nicht aufgenommen haben. Aber. Leider. Ja, aber. Obwohl, so gut lief es eigentlich nicht, weil ich. Wir haben 5 Kills, aber wir sind am Ende trotzdem verreckt. Also wir haben gut gekämpft, aber am Ende haben wir uns irgendwie ist es eine ganz blöde Frage. Haben sie E und F vertauscht in der Vollversion? Ich drücke jetzt nicht. Ich drücke aus Prinzip... Die sind da. Ich drücke aus Prinzip jetzt immer die falsche Taste irgendwie. Ja gut, aber das kann vielleicht durch Battlefield liegen, weil wir parallel gerade ein bisschen Battlefield spielen. Da ist es, glaube ich, genau andersrum. Die haben einiges verändert im Spiel. Ganz... Okay, die sind wirklich hier. Pass mal auf, die sind... Ich bin im Nahkampf vor allem gut. Oh nein. Ich bin dafür schade. Ja doch, ich hätte auch eine Strohflinte, wenn es wäre. Also vielleicht beide Nahkampf. Ich gehe rein. Ich mache hinter mir wieder zu, okay. Ja. Vor allem das Menü haben sie stark verändert. Ich komme damit nicht so klar. Das Menü ist schon heftig verändert worden. Ja, wie ihr seht gerade, ich habe die Tutorials noch an. Die würde ich eigentlich gerne mal ausmachen. Das mache ich wahrscheinlich dann im nächsten Video. Scheiß drauf. Geld, hallo. Hörst du das Glas? Aber es könnte ein Monster sein, oder? Ich habe gerade dieses Brummen gehört, die sind in der Nähe. Der Hinweis ist gerade rot geworden. Welcher Hinweis? Der hinter der Tür liegt. So. Die laufen da. Boah, schon gleich am Anfang, ey. Aber eigentlich sollte doch was die neu gemacht haben, sein, dass du nicht gleich mit anderen Gegnern spawnst. Ja, haben die Wahrscheinlichkeit reduziert, aber wir können ja trotzdem. Ja, machen, die Wahrscheinlichkeit hat reduziert. Ja, gut. Ja, irgendwas müssen wir machen. Ja, aber da rein. Ich mach auf, Obwohl, okay, ich hab die Schrotflinte aus. Ich hab auch einen Schrotflinte. Weiter mit einer Schrotflinte. Oh, komm jetzt. Das ist ein Monster. Habe ich Nahkampf eigentlich? Ja. Ich überleg echt gerade, ob ich mit meiner Axt hinlaufen soll, um die zu kaputt. Ist sie im Haus? Nicht, oder? Wer? Die Frau? Nee, die war draußen, die habe ich vorhin gesehen. Alter, die ist so laut. Ja, wie ihr seht, auch alle an. Alles. Oh nein, die ist hier rechts von uns. Oh fuck. Ich überlege echt gerade, ob ich es riskieren soll mit deinem Nahkampf. Da wäre auch der Hinweis, ne? Hat funktioniert? Ich bin vergiftet, aber ja, hat funktioniert. Wie kann das aber sein, dass ist du... Ist es rot, oder? Was? Rot? Rot? Ja! Ist es wirklich rot? Das erste Mal, dass ich sehe, dass es rot ist, ne? Die sind wahrscheinlich dort unter uns. Ich bin hier bei der Tür. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, den Hinweis zu holen. Wir sollten beieinander bleiben, weil wir beide extrem stark sind mit Schrotflinte. Aber es ist. Das Geräusch ist weg, ne? Also. Oder? Gut, aber das ist ja auch ein extrem kleiner Radius. Das heißt, die waren wirklich in unmittelbarer Nähe. Wahrscheinlich waren sie dann einfach direkt unter dem Hinweis. Aber die sind noch da, das höre ich doch. Haben die den Hinweis schon? Nee.
Nee, da war ja das Monster, das hätten sie ja nicht holen können. Okay. Sehr gut. So. Aber das hören wir ja nicht mehr, wenn es glaube ich in der Nähe ist, oder? Das ist der Nachteil, glaube ich, davon. Ah, ich weiß nicht. Gut, wir wissen ja, dass sie da sind, also so ist ja nicht, ne? Wir könnten bei dem Hinweis campen. Also ist denn welche in der Nähe? Safe. Weil wenn du jetzt da bist, dann... Ja, was kann ich da aufnehmen? Ach, die Axt. Gut, das ist gleich das Monster eigentlich. Ja. Sind die jetzt weitergegangen, ohne den Hinweis zu nehmen? Vielleicht haben die auch Schiss bekommen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, wenn wir einfach hier rumcampen, oder? Nee, wir müssen ja weiter. Vielleicht das so Richtung 15 Grad. Ja, genau da waren die gleich. Ja gut, wir könnten ja hier rausgehen. Hier. Weil wir sind jetzt zwar im Vorteil, aber... Man sollte, glaube ich, nicht langsam wieder rumgehen, sondern eher ein bisschen hektisch wieder. Ich traue der Sache nicht. Mach die Tür zu. Ich nehme mal die Strohflinte lieber in die Hand. Ja, solange sie oben kommen? Die Schüsse. Aber man kann ja jetzt pingen, warte, wie ging das? Ah, okay. Ach, man kann pingen, okay. Ah, ein Doppelklick ist dann alles klar. Okay. Wie weit geht denn das Pingen? Das ist ja schon komisches Ping. Ching. Ja, da klappt bei mir irgendwie so Glasscherbe oder so. So, ich dachte jetzt sagen, auf einen Schwung dahinter rennen. Weil wenn du jetzt langsam gehst. Ja, einfach so. Ja. Nee, 315. Einfach so gerade. Über ja hier halt lang. Hier unten ja, über die Baumstämme. Ja, ich lass ein bisschen Platz zwischen uns. Okay, go. Was? Alright! Tschüss! Schön mit euch! Oh, das ist ja totaler Bullshit hier. Ja, wären da welche gewesen, wären wir tot gewesen. Na, ich weiß nicht, durch die billigen Waffen und so. Aber da waren ja safe welche. Wegen, weil es ja rot war. Das, vielleicht sind die dann schon weitergelaufen. Vielleicht hatten die ja den Hinweis schon. Aber nee, da waren ja. Da geh mal links zu dem. Oder? Oder magst du kämpfen? Nee. Nee. Müssen nicht drauf anlegen. Vielleicht nicht unbedingt mit der Waffe jetzt. Ist ja schön, wenn ich einfach ein paar Punkte krieg. Also, wir müssen eigentlich wieder zurück, da wo wir hergekommen sind. Ja. Ja, das Pingen ist eigentlich schon ganz cool. Geht das mit dem Mausrad, oder? Ja. Ja. Also es nimmt halt wieder so ein bisschen das Feeling wieder raus. Weil dieses, dass man sich so richtig absprechen muss. Ja. Weil ich nicht so richtig weiß, was jetzt andere meinen. Und das ist wahrscheinlich, weil... wegen Random-Spieler. Ja. Oh, mit der Waffe fühle ich mich gerade so. Ja, ganz ehrlich. Leckt mich ja, bei dem. Die haben ja, weil das wollte ich vorhin sagen. Ich hab gar nichts anderes. Ich wollte vorhin sagen, die haben ja alles auf Null gesetzt und deswegen müssen wir auch wieder mit den Anfangswaffen spielen. Und als wir die Anfangswaffen hatten damals, waren die nicht besonders gut. Klar, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen. Scheiße, hat's mich jetzt gerissen. Bisschen Erfahrung und so, aber. Ich habe irgendwie gerade ein schlechtes Gefühl. Aber richtig hart, ne? Weil ich bin richtig schlecht ausgerüstet. Und da wir jetzt diese... Wir haben echt durchgesuchtet. Also wir wollten ja unbedingt Prestige werden und haben echt viel gespielt auf einmal, weil wir unbedingt Prestige werden wollten. Haben wir dann auch geschafft, Gott sei Dank. Aber wir haben nicht einmal aufgenommen, weil... Das war so, wir wollten einfach nur Prestige werden. Ich weiß nicht, wir haben dann nicht aufgenommen, weil uns das da zu hektisch war dann. Oder zu wichtig, zu schnell. Ja.
Und jetzt ist das Spiel draußen. Wir dachten, wir nehmen jetzt wieder auf und ich muss unbedingt die Tutorials weghauen. Ja, also die Nerven gerade. Ja, was gibt's Neues? Die Spinne ist ja bei uns, lol. Ah, geil. Ich hab doch gewusst, das Geräusch, das kenn ich doch nicht mehr. Ja, kämpfen wir gleich gegen die, oder? Also ich hab nur 10 Schuss mit meiner Waffe, oh Gott. Weil ich muss ehrlich sagen, wir haben eh den ersten Charakter jetzt, also einen Stufe 1 Charakter mit ja, scheiß Waffen. Also ich hätte jetzt... Aber Moment, die Muni... Ne, das ist keine Muni-Kiste. Aber hier wäre gleich... Ich nehm gleich die Fackel mit. Wir müssen erstmal einen Eingang finden. Ich sehe schon, ich laufe jetzt mit der... Also, warte, was soll ich kaputt machen? Warum hat die Leben verloren? Lol, wie... Gott, du... Hat dein Trophäe... Die hat Leben verloren, ja. Ach, weil... Wow, fuck! Hast du die gerade geworfen? Brenne. Nein. Du hast auch nicht geworfen, ne? Nee. Jetzt wissen wir, wieso sie Leben verloren hat. Also hier sind eindeutig andere Spieler, aber ich wüsste nicht wo. Die sind da direkt da. Hm? Da links rum, wenn man jetzt reingeht, links hey, rein. Bin ich gerade reingelaufen. Ich komme gerade von da drin. Da ist die Laterne, glaube ich, hergekommen. Ja, ich bin nur durch, weil ich ja nur geflüchtet bin. Hä, hey, what the fuck? Das wo? War ich. Achso, das warst du. Ich habe auf die Spinne geschossen. Es ist gerade richtig viel. Ist es gerade komplett deutsch? Das weiß ich nicht, ob ich es umändere. Haben sie die Spinne geändert? Die ist gerade so... Ja, die haben ein bisschen die Spinne geändert, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie genau. Irgendwie kenn die Gegend hier gerade nicht. Hä, das ist das Fort? Gar nicht aufgefallen, dass wir in das Fort gegangen sind. Wieso hat die Spinne Leben verloren und warum kämpft hier keiner und warum... Ah, du hast die Laterne nicht fallen lassen, oder was? Nee, ich hatte sie ja noch in der Hand. Ich habe sie ja dann, als ich gebrannt habe, habe ich mich gelöscht und erst nachdem ich mich gelöscht hatte, Das verunsichert mich jetzt nicht. Habe ich die geworfen. Da oben! Markieren! Kannst du mal markieren? Ah, ich seh's. Ich habe ihn erwischt. Aber nicht gut. Aber die sind auch scheiße. ich wollte nicht markieren. Nee, da. Ich push den, glaube ich, jetzt. Und nein, doch nicht. Oh, er hat mich getroffen. Ich renn wieder rein. Die sind relativ schlecht. Ja, aber ich habe eine fucking... Schuss ja, das mit den Waffen, das ist so heftig, Alter. Ich muss mich kurz heilen, wenn es geht. Hast du einen? Nein. Hä, was? Das war eine Frau, die gerade erschossen worden ist. Ja, wahrscheinlich oben. Ich gebe mir schnell die Spritze. Oh, die Geräusche machen mich gerade fertig mit dieser scheiß Spinne und so. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich überlege gerade, ob ich hier mit Schotze bleibe. Hör Schritte, ganz laut. Extrem, ja. Sind die über mir? Ja. Jetzt sind sie unten. Schaust du links, ich schau ein bisschen rechts. So. Da ist einer? Okay. Ja, ich kann aber nicht drauf schießen, ich hab Schotze. Warte, ich versuch da ein bisschen drauf zu. Schau, dass sie uns nicht umrennen. Boah. Ja, die wissen, dass wir da sind, so ist er nicht. Ich sehe die wieder nicht. Oben war er. Ist er runtergekommen? Nee. Ich nehme wieder die Shots in die Hand, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie uns gleich pushen werden. Dann haben wir extrem höhere Chancen, wenn wir... Wir müssten eigentlich geduldig bleiben. Wir im Shot sind wir beide, sind hier drin extrem stark. Ja. Außerdem auch Schrotflinten, ne? Das wäre natürlich... Aber ich glaub's nicht, weil sonst hätten sie schon längst Angriff gestartet.
Blöde ist, dass man, wo wir hier sind, glaube ich, nicht nach oben kommt. Doch, da! Aber das wäre richtig laut, wenn ich das Tor jetzt aufmache. Hier gibt es allgemein Fahrstühle. Aber, Ich könnte hier theoretisch aufmachen. Und, weil nach oben gehen wäre, glaube ich, eine gute Idee. Scheiße. Ach, das warst du. Oh Gott. Nicht traurig, nicht. Bist du gerade Ketten, ja, du? Ja, ja. Ich würde gerne hier dieses Tor aufmachen, dann könnten wir hoch. Das Ding ist einfach, hier gibt's so viele Eingänge. Ja. Aber oh, nicht direkt neben ein Fass stellen, vielleicht. Panik. Ich kenne mich ja gerade nicht so gut aus, muss ich sagen. Ich das ist irgendwie war ich hier noch nie so wirklich oder so richtig. Ich sehe das schon, kommt gleich, kommen noch mehr. Ja, sorry. Okay. Die kämpfen es aber auch nicht in die Spiele, ne? Ja, das würde ich auch nicht, wenn ich die wäre. Das kann der Rüst genau fahren, würde ich sagen. Oh, ich überlege echt gerade, dieses Tor hier aufzumachen und nach oben zu gehen. Warum sollten wir nach oben gehen? Hat, was machen eigentlich die Typen vom Schlechter? Aber ich gehe kurz in die Sicherheit. Die bleiben oben, okay. Ja, vielleicht kämpfen die auch gerade oder werden auch gerade belagert. Welches Tor meinst du denn eigentlich? Das hier gleich. Das da. Genau. Soll ich wieder zumachen? Ja, mach einfach mal. Oh lol, okay, okay, das wird interessant. Oh, okay, hier kommen auch hoch, aber es ist auf das andere Tor, glaube ich. Ich hab grad ein bisschen was im Hals. Das bist du, okay. Hier kommt man raus, aber da hängen Glasscheiben, da hängen so. Ah, okay, ja, gut, aber gut zu wissen, dass es hier schon mal ist. Weil da oben waren es ja. Und da ist auch die Spinne. Ah ja, genau. Ich wollte gerade sagen, entweder sehe ich irgendwo. Aber die werden vielleicht sogar auch hier die Leiter. Boah, ich traue mich die Leiter nicht hochgehen. Mich nicht. Nee, das ist. Ja, die sind auch extrem geduldig, also die warten auch auf ihre Chance. Aber jetzt laufen sie nicht mehr rum, das sind. Weil vorhin sind sie vertrunklatscht. Gut, vielleicht haben sie auch so eine Position, wo sie denken, ach, da lassen wir sie kommen. Ich sehe sie. Wo? Beide da drüben. Beide? Oh, die da killen sich gerade welche. Also eben einer ist gerade verreckt. Einer ist gerade verreckt. Oh, zwei Teams. Und nochmal einer verreckt, glaube ich. Ich dachte, da gerne raus. Ja. Scheiße. Deiner geht hoch. Was ist du? Einer ist da. Wo? Ah, kannst du. Da. Siehst du ihn? Ja. Das. Ich treffe nicht! Was? Die Waffe ist so scheiße. Das ist. Ich treffe da nichts. LOL. Keine Chance. Der hat ein Gewehr, das ist. Ich weiß es. Ich glaube, es ist keine gute Idee. Oh, jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Oh, ich muss nachladen. Deine Push vielleicht. Du deckst mir den Rücken, ich muss nachladen. Ja. Wow. Er kommt. Er kommt. Okay, ich nehme Schrotflinte, gehe um die Erntrecke. Er wollte pushen, ja. Das ist gut. Er ist weg. Ich habe überlegt, ob ich schießen soll oder. Oh. Ui. Oder ob ich warten soll, bis dann. Ein anderes Fenster, das ist so dumm. Ah, ich glaube, ich hätte warten müssen, bis er näher da gewesen wäre. Ich habe genau auf den Kopf gezielt. Ich weiß nicht, ob ich verrückt habe derweil oder. Ob ich einfach nicht getroffen habe. Du hast wieder Shots in der Hand? Ja, ich habe wieder Shots in der Hand. Die müssen anscheinend relativ gut sein, weil die haben die anderen mit links fertig gemacht. Auch gut, die waren auch abgelenkt, die waren wahrscheinlich auf uns konzentriert.
Das nervt. Okay. Oh. Das nervt mich. Ich glaube, der hätte uns einfach pushen sollen, glaube ich. Wäre besser gewesen. Jetzt habe ich den Vorteil von der Waffe nicht so richtig ausspielen können. Ja, weil das war klar. Die nicht so weit weg war. Die wussten auch nicht, dass wir da sind. Aber die Reichweite von der Waffe ist halt einfach nur Bullshit. Allgemein, ganz ehrlich, die Anfangswaffen, die sind so scheiße. Das ist richtig mies. Naja gut, die pushen uns jetzt anscheinend nicht. Ja, weil du wahrscheinlich Schotze geschossen hast. Die wissen, dass du eine Schotze hast. Wow! Okay, da oben. Scheiße. Nur da oben. Oben bei der... Direkt rechts oben, Leiter! Da! Da genau, da rechts war er cockt. Ich hab gewusst, dass die da oben kommen. Ich hab ihn rüberlaufen hören. Die pushen dich jetzt, glaube ich, gleich. Schau eher links. Die links. Der ist doch bestimmt ins reingekommen, oder? Versuchen. Vorsicht! Eher von der Seite, ja. Aber wenn du sagst, die waren da oben, die kommen ja da eigentlich nicht rein, oder? Einer nur. Der andere ist über dir irgendwie. Das hört man. Läuft. Und er ist runtergesprungen! Links. Er wird mehr zünden! Jawohl! Nachladen! Vorsicht, rechts! Der ist noch, müsste noch oben. Eventuell. Das links. Linke Seite ist Geräusch. Laterne wäre jetzt geil. Der hat eine Laterne aufgehoben. Wollte mich anzünden. Wenn ich dasselbe machen könnte, wäre geil. Könntest zu ihm hingehen, aber vielleicht aimt das eine. Ja, Leiche der ab. Wird von oben wahrscheinlich die Leiche abaimen. Aber da an. Psst. Dynamit. Der hat gerade. Ich brenne nicht. Der hat jetzt nicht seinen eigenen Kumpel. Geht das? Kann man seinen eigenen Kumpel weiß anfackeln? Aber das heißt, der ist oben. Safe. Ich weiß. Nochmal? Nee, links. Nee. Links ist er. Der aimt ein bisschen die Leiche von ihm ab, glaube ich. Er möchte ihn, glaube ich, wiederbeleben. Wo sind die Leiche? Er lebt wieder, oder? Ja, er hat ihn wiederbelebt. Wow, das war echt gut. Fuck, die waren. Du hättest einfach da bleiben. Da! Nachladen! Ja, ich mag erst weg. Alter, geh aus dieser Ansicht raus, leck mir am Arsch, ich krieg auch. Rechts. Da kann er eigentlich nicht kommen, da ist das Tor. Müsste oben sein. Er ist rechts. Kommt. Der will den anderen A wieder beleben. Da ist er. Ja, ich hab's gesehen. Da ist noch jemand. Pass auf. Das sind mehrere. Pass auf, da ist noch jemand. Ich höre noch andere Schritte. Da ist er. Jawohl, Alter. Alter, du hast gerade drei Leute oder vier? Du hast den einen zweimal. Ich bin gerade super nervös, Alter. Sind da immer noch welche? Du hast gerade richtig viele gekillt und ich lebe noch, Leute. Schau dich erstmal um, bevor du mich hast. Da liegen sie. Die haben die sich echt gegenseitig zweimal geschafft, wiederzubeleben.
Oh, ich werde aufgehoben, ist aber nicht. Alter, ich glaube, so gut war es noch nie und das ist so eine Anfangswaffe, Alter. Ja, Alter. Aber die Schrotflinte war gerade Gold wert, ohne Witz. Ja. Ich nichts anderes haben wollen jetzt. Ich nehme aber die andere Waffe. Aber ich glaube, das war die gute Entscheidung, dass ich auch hinterhergerannt bin und nicht hinten geblieben bin, weil hinten geblieben hätten die mich zu zweit wieder pushen können. Ja, glaub, das war jetzt gut, dass das im richtigen Moment gepusht. Alter, mach das nicht so laut. Und die Schrotflinte, die hat alle One-Geholfen. Entschuldigung. Das ist eine Falle? Das war gerade richtig gut. Und ich bin richtig ruhig geblieben, auch als die Feuer. LOL! Ach, der andere lebt ja auch! Ach, der hat nochmal! Ja, ja! What the fuck? Deswegen ja, wie schnell und auch. Die haben einfach so, ja, no risk einfach geworfen und direkt wiederbelebt wahrscheinlich. LOL! Die haben sich echt, die haben sich echt getraut, jedes Mal wieder zu überleben. Richtig hart. Krass. Da können wir jetzt eigentlich rausgehen, mal zu den anderen vielleicht mal. Und mal in. Ja, eigentlich. Ein Team ist raus, was genau, was machen eigentlich die anderen? Die sind schon raus. Ja, genau, die haben ja entkommen, ne? Die sind ja entkommen. Ein Team also ist draußen. Zwei, dann zwei die Teams anderen sind tot. Dann wir. Also 12 Spieler. Ja, gut, wie kommt man hier raus? Ich weiß gar nicht, wie man hier rauskommt. Hier unten, glaube ich. Ja, da, ne? Wo ist sie hergekommen? Nee. Oder sollen wir oben lang gehen? Oben ja, gehen wir mal oben lang. Oh, und ich habe jetzt die bessere Schrotflinte. Aber ich war gerade richtig ruhig. Ja. Ne? Also ich war eigentlich echt gut. Aber die haben, du hast gemerkt, die haben das auswendig gewusst. Weil die von oben rein sind, die haben gewusst, wo es reingeht, ne? Ja. Gott. Komm, wir spielen ja auch hier. Achso, nee, da muss man runter. Ey, sollen wir mal zu den anderen Leichen erstmal gehen und vielleicht gucken, ob wir den noch looten können, aber ich glaube eher nicht, oder? Ja, doch, vielleicht mal. Ich geh mal rüber. Oh Gott! Hm? Oh, von wo kommst du vor mir da um die Ecke? Leck mich am Arsch. Hier ist einer. Ich hab gedacht, du bist der hinter mir. Oh ja, den kann ich sogar noch looten, geil. Und den kann man vielleicht hier nicht looten, weil... Da, oder wir haben... Oh ja, wir haben es abgebrochen. Geil. So. Alter, geil. Ja, dann gehen wir rein. Nee, ich würde unten reingehen. Ja, dann nehme ich die Laterne mit. Ich habe eine Laterne gefunden. Pass. Alter, hast du die Falle gerade da hingelegt? Nee. Alter, Beine wäre ich da reingelaufen. Bist du da nicht reingelaufen? Krass, shit. Was, die war noch offen? Die ist noch offen, ja. Ich wäre jetzt Beine reingefahren. Zack, entschärft. So. Hä, die hat schon wieder Hälfte Leben verloren. Ach, haben die wieder ein bisschen gekämpft. Ich hab vorhin nochmal drauf geschossen. Oh, what? Achtung, Feuer! What the fuck? Das war gerade ein bisschen intens, muss ich sagen. Spinny. Die war gegen Schrotflinte. Sehr anfällig, ne? Alles klar, die ist durchs Feuer gelaufen. Und brennt. Gemerkt. Die verliert nicht so viel Schaden. Oh, alles klar, der hat getroffen. Alter, Schrotflinte machen echt. Ja, jetzt verliert es ja Schaden durchs Feuer, glaube ich. Aber denkt dran, es könnten immer noch Spieler da sein, oder? Oder? Ja. Warte, sagen wir, drei Leute sind weg. Das sind. Sechs Leute. Dann wir sind. Zwei Teams könnten noch da sein. Wo wir schon lange gekämpft haben, ne? Oh, da unten. Ja, kommt noch einmal und dann bist du weg. Ist der fett Spinny! Komm nochmal durch die Tür durch. Komm. Vorsicht, ich glaube, die letzte am Anschluss so ein bisschen giftfrei. Ja, ich bin so, ein bisschen scheiße rum und. Perfekt. Jawohl. So. Okay, vielleicht nicht direkt bei der Spinne bleiben, weil da werfen sie wahrscheinlich als erstes die Granate rein. Ja, wahrscheinlich. Hier kann man auch rein. Oh, krass. Hier kann man hoch. Ich will gerade, ob ich hochgehe. Kann man hier zumachen? Kann man hier wieder zumachen? Hatten die eigentlich... Ah, ja. Lol, man kann die... Krass, okay, dann bleiben wir hier. Ich hab die wieder verriegelt. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Kennst du diesen Raum hier? Ja. Da wurde du so... Ich weiß nicht, ob wir es aufgenommen haben. Ich weiß auch nicht, ob wir es hochgeladen haben. Ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht. Aber da hat er jeglich versagt. Also, ich bin gestorben. Das war ein geiler Kampf. Wir hatten echt Pech. Aber das war dieses eine Mal, wo wir echt gedacht haben, wir sind alleine auf der Welt, ne? Ja, ihr müsst euch vorstellen. Wir sind, glaube ich, eine halbe Stunde rumgelaufen, haben rumgeschossen, wie verrückt. Ja, weil die eine Beute war schon weg. Mehr gehört.
die eine Beute war. Keine Schüsse. Genau, wie war das? Die eine Beute war weg und die andere. Ja. Wie war das? Die war nur da. Nee. Genau. Nee, nee, haben, glaube ich, gekillt noch. Haben wir die gekillt oder lag die Beute nur da? Nee, ich glaube, wir haben den noch gekillt. Das war schlechter, glaube ich, ganz easy hier drin. Stimmt. Also, wir haben eine halbe Stunde keine Schüsse mehr gehört und wir haben die ganze Zeit rumgeschossen. Dann haben wir ganz gemütlich den Boss gekillt, weil wir gewusst haben, ah, wir sind allein. Waren gerade beim Verband einfach vollkommen fremde Leute. Das rein. War so hart, Alter. Aber wirklich, so wirklich in den letzten 15 Minuten. Also, die haben auch nichts anderes gemacht, außer hier bei dem gewartet. Auf andere Spieler. Ja. Das war richtig hart. Und dann haben wir hier gekämpft, panikweise natürlich. Ich bin relativ schnell verreckt. Und der Skull, ihr müsst euch vorstellen, einer war tot, der andere läuft hier so, geht hier raus und er war hinter ihm, der Skull. Ne? Richtig schönen Rücken. Was macht er? Schießt daneben, er dreht sich um. Ich hab eine Armbrust in der Hand gehabt, ja. Das ist gerne Ausrede. Du hattest so lange Zeit. Nee, Schmarrn. Alles gut. Ja, und dann habe ich mich mit der eigenen Granate umgebracht. Du hast die Pointe vergessen. Ich wollte das jetzt nicht sagen. Ich dachte mir, diesen Charme, den. Vorsicht! Andere Spieler oder was? Eventuell, ich bin mir gerade nicht sicher. Wo hast du doch, andere Spieler, andere Spieler. Shit! Oben. Oben, wo die anderen zwei verreckt sind, da oben ungefähr. Wieder mit Vorteil spielen? Ja, aber ich komme theoretisch gleich zur Spinne hin, also ich könnte dann. Ja, die kannst du dir gönnen. Hier hinten ist zu, da kommen sie nicht rein. Da ist ein Fenster, da könnten sie theoretisch reinspringen. Alter, ich habe gerade so außen Augenwinkel gesehen, dass noch jemand ist. Krass. Das ist gut, ja. Ich bleib mir hier so ein bisschen in Sicherheit. Ich will gar nicht raus. Made in Humans. Ich aim nur ein bisschen die Spinne ab, nicht, dass sie die Dinger nehmen und abhauen. Ja. Aber halt nicht rausgucken, Schritt. Nicht, dass du wieder so Instant Headshot bekommst oder durch so eine Schrotflinte irgendwie direkt vor der Tür. Da müsstest du schneller sein. Aber wir spielen wieder mit Schrotflinte, also mit Vorteil, dass wir hier drin sind. Oh, nee, die Runde war jetzt schon richtig geil. Also auch wenn wir es verkacken, die war richtig nice bis jetzt. Also zumindest für dich. Dann nimm mal gleich einmal. Oh, Alter. Oh, fucking hell. Dann muss man gedrückt halten. Ehrlich? Nein. Doch. Oh, Alter. Alles gut. Okay. Ja, sind alle zwei bei 100. Alter. Ach, man hat ja nur 5 Ladungen. Shit. Oh, ich E überleg. Oder F? Aber E ist. Also, F drücken. Vorsicht, die sind gleich rechts. Jo, das links. Wird. Was heißt wo links? Die sind bei der direkt bei mir. Also. Hier bei der Tür oder was? Ja. Pass auf, da rechts ist Fenster, da können sie reinschießen und auch reinkommen, ne? Ja. Können sie irgendwie über mir kommen? Nee. Glaub nicht. Doch! Oder? Doch, das. Na gut, die werden wahrscheinlich warten, bis wir rausgehen oder die Sicht mindestens vorbei ist oder so. Die werden jetzt nicht direkt angreifen. Ich drück mal kurz. Einer ist 150, der andere war woanders. 150 ist hier, okay. Wir sind bei der Tür, also. Und woanders, das sagt. Oh, lol. Alter, direkt zu mir geworfen. Holy fucking moly. Richtig gut geworfen. Krass. Richtig durch dieses Fenster auch, ne? Also. Alter, die lag direkt neben mir. Wie viel Glück die Leute manchmal haben. Man kann jetzt die Dinger entschärfen, ne? Man kann das Ding anschauen und dann aufnehmen. Lol. Das ist neu. Scheiße. Hä? What the fuck? Ach, der hat die Tür kaputt gemacht. Oh mein Gott. Ach so. Der hat eine Dynamitstange. Alter, ich stand die ganze Zeit mit dem Rücken zu der Tür.
Läufst du so viel, oder? Ja, ich. Okay. So unsicher. Wie viele Ladungen hast du noch? 3. Boah, die 10 waren schon schön, ne? Grad. Ja. Okay. Lol, wir könnten theoretisch abhauen, ne? Hier ist ein Aufzug, aber... sehr risky. Aber direkt über uns, können sie da... Nee, eigentlich nicht, ne? Wir müssten ja auch eigentlich runtergehen. Ja gut, es gibt eine Leiter, es gibt eine Treppe. Eine Leiter, da kannst du reinkommen. Und die ist richtig widerlich, weil da ist so ein Tuch davor. Ja, genau. Erst bei dir? Ja. Ich hab's gesehen. Ich hab grad einen Schatten gesehen. Hab einen erwischt, aber nicht tot. Deswegen... oh, ich schnell! Gut, gut, gut. Ich lad nach die Schrotflinte. Deck mich kurz. Ja. So, jetzt bräuchten wir eine Laterne. Ah, jetzt bräuchten wir irgendwas, mit dem wir abfackeln können. Haben wir vielleicht was vorhin bei den anderen eingesammelt? Du! Nö. Läufst du gerade so hardcore? Nee. Ich vielleicht. Gar nicht. Ich bewach seine Leiche gerade. Die liegt gerade richtig gut in. Bewach die Leiche, ja, ich suche. Der schießt? Vielleicht sind da, ist da noch das andere Team. Ach du Scheiße. Weichen? Okay. Irgendwann eine Leiche. Irgendein verbrennendes Ding. Ich finde hier gerade keine fucking Laterne. Die müssten draußen sein, glaube ich. Hab ihn getroffen. Push ihn. Ja, tot. Jawohl. Das war eine Frau. Bitch. So, ich muss erstmal loopen geil, hier. Geil. Ohne aber, Kettenrevolver. Geil. Aber kurz drauf achten, nicht, dass da noch Rare kommt. Oh, der hat schon... oh, ich überlege gerade... ja, genau, die kann ich echt austauschen. Jetzt, wo du sagst, ne? Ach, der hat auch so eine Kackpistole gehabt. Hast du gerade ausgetauscht? Nee. Ja. Also, ich habe vorhin schon ausgetauscht. Jawohl, ich habe gerade 2 coole Waffen mitgenommen aus der Runde. Ach, ich kann gar nicht austauschen. Ich kann nur mittlere Waffen austauschen. Ich müsste beide Waffen weglegen, damit ich die Wetterli nehmen kann. Irgendwie so, oder? Ach so, oh. Ich denke, das können aber immer noch Spieler da sein, ne? Wo ist denn der Ausgang? Gleich rechts von uns. Ich würde echt rechts von uns, nicht links. 270. Ja. Ich würde echt gern raus. Also wirklich schnell. Ja. Also wirklich, wirklich schnell. Hier war eben diese komische Leiter, wo ich wahrscheinlich reingekommen wäre. Obwohl du also maximal hast. Ein Team müsste es noch geben. Ja, maximal ein Team. Ich würde oben rausgehen fast, am liebsten. Aber ich überlege gerade echt, diese Waffe zu nehmen, weil... ja, genau. Ich kann, wenn dann nur die nehmen... ne? Was mache ich jetzt? Nehme ich jetzt nur die? Hab ein gutes Gewehr an und für sich? Oder nehme ich jetzt, bleibe ich... jetzt mit der Schrotflinte aber echt gut funktioniert, ne? Irgendwie will ich die nicht weggeben. Ja gut, aber jetzt gehen wir raus, ne? Also, ja, ich weiß. Jetzt könnte man... es wäre vielleicht auch gut, eine Fernkampfwaffe zu haben. Aber ich bin gerade so stolz gewesen. Warte, ich schau mal kurz. Stimmt, wir haben hier ein bisschen die Sicht. Ich sehe nichts. Gut, dann gehen wir mal los. Ja. Ich lass... oh, hier ist erstmal Muni. Es ist sau wichtig gerade. Weil ich habe echt viel verschossen. Alter, ich habe echt fast alle meine Schrotpistolen verschossen. Und jedes Mal einen getroffen, so in der Richtung. Alter, das hat gerade richtig aufgeräumt in der Runde. Nice, Schnauze, Schnauze, Hunde, Hundis, Schnauze. Das Interessante wäre jetzt, ob der eine Kill vorhin irgendwie jetzt als 3 Kill zählt oder ob nur einen mal. Normalerweise schon. Weil, ich hab die ja 3-mal gekillt, das zählt 3. Ja, den einen hast du ja, glaube ich, 3-mal gekillt. Nee, es geht ja nicht. Ich habe den einen gekillt. Du hast den einen gekillt, dann wurde er wiederbelebt. Dann wurde er nochmal wiederbelebt und dann hast du ihn 3-mal gekillt. Genau. Mhm.
Laufen wir noch richtig? Ich hab grad keinen blassen Schimmer. Ja, 270 ungefähr. Das Interessante ist, ich glaube, wir haben gerade kaum Viecher gekillt, ne? Kaum. Kaum, ja. Aber dafür richtig viele Jäger. Hast du noch Sicht? Ja, ich schau. Nichts. Ich schieß. Ja, ich hab das nicht gehört. Sorry, dass du es gesagt hast. Das ist mir erst im Nachhinein. Ich bin ein bisschen panisch gerade. Wo ist denn der scheiß Ausgang? Der scheiß Ausgang. Direkt vor uns? Ja. Ach da. Komm, dann will ich mir den da hinten aber noch mitnehmen. Wo ist denn der? Der war doch gerade da. Schau nochmal kurz. Sehe nichts. Ab jetzt habe ich keine Sicht mehr. Ich habe noch 5. Ich habe kein einziges Mal benutzt. Was? Ich habe es mir aufgehalten, weißt du, für den Fall, dass ich alleine bin oder sowas. Dachte ich mir. Ja. Halte ich aus. Geh mal rein. Geh mal lieber raus. Oder? Ja. Oh, ja, raus. Oder. Nee. Nee, ich riskiere es jetzt nicht. Ich will es jetzt nicht riskieren. Die Runde war jetzt so schön. Sicht, du. So direkt voll orange. Bäm, tut. Geil. Die erste Runde lief schon so gut, ne? Ja, vielleicht merkt man doch, dass wir öfters Hand gespielt haben. Gut, ich glaube, ich wollte gerade sagen, es kann schon sein, dass es jetzt viele Anfänger doch sind. Also, dass viele dazugekommen sind. Das ist gar nicht die Oberprofis, also bei Hans gegen die wir sind. Sind jetzt, glaube ich, 12-mal so viele Spiele. Oder waren es immer, nee, 4000 waren es immer normalerweise, ne? Wenn es 12.000 sind, da sind schon viele Spieler dazugekommen. Ne? Also, da haben wir schon, glaube ich, ein paar Fortschritte. Ah, das war jetzt eine Hammerrunde. Holy shit. Ja. Geil. Aber dass ich den ersten, den hätte ich so schon mit dem Headshot, aber der hat sich nicht bewegt. Ich habe ein stehendes Ziel nicht getroffen. Boah, holy. Ja gut, aber es war eine Pistole, das wäre wahrscheinlich kein One-Shot gewesen. Kann ich mir jetzt. Ja, ein Kopf vielleicht schon, ich weiß es nicht. Weil ich habe extra auf den Kopf gekriegt gehabt, aber. Ja. Boah, jetzt bin ich noch gespannt. Bin ich echt gespannt. Hoho, 6 Gruppen? Was? Irgendwas mit Gruppe stand da. Das ist 6 Gegner. Jäger getötet einmal. 5 Jäger gekillt. 6 Jäger gekillt stand da, glaube ich. Ja. Ich hab's gerade, das war zu schnell, ich hab's gerade nicht lesen können. Ja, aber 6 irgendwas Jäger. Neues war dabei, irgendwas Gruppen, irgendwas. Ja, das ist jetzt anders definiert. Weil je nachdem, wo welchen Rang die, glaube ich, haben, kriegt man mehr oder weniger Erfahrungspunkte für den Kill. Ui, Alter. Level hier gerade aufsteigen. 17 Level bin ich gerade. Oh geil. Jäger getötet jetzt 6. Alter. Alter, die erste Runde 5 Jäger, jetzt 6 Jäger. Alter, das war richtig hammer. 6 Jäger gekillt. Holy shit. Wenn ich jetzt auf Details gehe, was ist da alles weitere? Details. Wiederbelebte Gruppen. Partner. Achso, das hieß wiederbelebte Gruppenpartner 1, weil ich dich einmal wiederbelebt habe. Und dann waren das. Au, aber Jäger, ich sehe gerade, wir haben. Ich glaube, wenn ich das richtig interpretiere, sind es einfach 5 Jäger, die einfach weit unten als 4 und nur ein Jäger auf unserem Level. Wenn ich das jetzt richtig. Ich glaube schon, ja. Weil das so ein Pfeil nach unten, ein anderes so. Aber was heißt ein Jäger auf unserem Level? Wir sind Level 3 gewesen. Naja, wir sind der Prestige. So, meinst du das da? Wir sind der Prestige Level 3. Ja, das kann sein, ja. Die anderen sind alle unten. Das stimmt eigentlich, jetzt kriegen wir eigentlich mal echt wenig Erfahrungspunkte durch andere Kills, ne? Weil die wenigsten sind Prestige 1. Naja. Na, weiter. Ah ja, genau, so sieht übrigens das Menü aus. Oh, die Musik ist wieder da. Hey, stimmt. Da wollten wir auch drüber reden, weil diese Musik, da was ihr gerade eben hört, die ist im Anfangmenü immer weg gewesen. Also zumindest, das war unsere. Ich liebe diese Musik, die ist echt geil. Dieses. Ja, vielleicht, wenn wir jetzt gewonnen haben. Und die war es, wenn das Spiel startet, ist nicht diese Melodie da. Und was auch neu ist, dass man mittlerweile Dreiergruppen gibt, die kann man zulassen und nicht. Also das heißt, dass es Dreierteams sind, wie auch im Hintergrund sehen, kann ich 2 Leute einladen. Und da kriegt man ein bisschen mehr. Also wenn ich und das Skull jetzt so 2 spielen und Dreiergruppen zulassen, kriegt man da Underdog-Bonus mit 100 Punkte extra.
Aber das, du musst halt überleben. Stell mal vor, jetzt wären es immer drei Teams gewesen, wäre es schon kritisch gewesen. Da war ich, glaube ich, relativ froh, dass wir jetzt nur Zweier hatten. Menü, ich fand das andere ein bisschen übersichtlicher. Kann auch sein, dass ich es einfach gewohnt bin. Das ist jetzt die Blutlinie, da ist tägliche Herausforderung, wöchentliche Herausforderung. Hier ist nochmal den Jäger. Ich fand das andere Menü ein bisschen übersichtlicher. Ja, es hält sich sehr in Grenzen noch. Kann aber auch sein, dass ich mich einfach noch nicht dran gewöhnt habe. Das Deutsch, ich weiß nicht, das andere war so Englisch-Deutsch. In der Alpha war das eigentlich Englisch-Deutsch. Das war so, alles hieß noch Bounty, glaube ich, und so. Mhm. Und jetzt heißt es wirklich Trophäen. Gut. Hört sich komisch an, ja. Ja, es hört sich sehr komisch an. Ich weiß nicht, ob ich es auf Englisch wieder umstelle. Ich bin mir noch nicht sicher. Letzte Mission. Gesamte Tötungen 6. Deine Tötungen 5. Unterstützte Tötungen 1. Alter, wir haben echt 41 Minuten? Was? Oh, ich glaube, wir sollten die Folge beenden. Wenn da steht, wir haben jetzt 41 Minuten gespielt. Ja. Danke fürs Zuschauen. Eine Folge mit Überlänge, aber die war relativ spannend. Und das war jetzt die erste Folge in der Vollversion. Ich hoffe, dass da noch mehr kommen. Ich muss ehrlich sagen, die Unterstützung von euch bei dem Spiel freut mich wirklich. Die ist echt da und danke dafür. Wäre schön, wenn es weiter so bleibt und vielleicht sogar noch mehr kommt. Von meiner Seite, danke fürs Zuschauen und tschüss, Skull, jetzt darfst du. Jo, ich bedanke mich auch bei euch und dann sieht man sich hoffentlich auch wieder bei der nächsten Folge. Ciao. Ciao.